geht? Peace. Willkommen zu diesem wunderschönen Video, meine Freunde. Was geht ab? Wir fahren gerade nach Hamburg, Leute, denn eine wichtige Sache. Lukas schuldet mir nämlich noch einen Neuwagen. Wir haben mal damals, wenn ich du wäre, gemacht. Junge, halt's Maul, was für ein Neuwagen? Das ist ein gebrauchter. Dann ist es ein gebrauchtes Auto. Wir fahren auf jeden Fall nach Hamburg zu einem Autohändler und ich werde mir das gleich aussuchen. Lukas hat gesagt, bis 20.000 Euro kann ich machen, wie ich will. Es wird extrem wild, Leute. Und ich wirklich, ich fahre den vom Hof direkt gegen eine Wand. Ich fahre den direkt gegen eine Wand, Lukas. Ist mir egal. Ich kauf gar nichts. Nein, Spaß beiseite, das steht natürlich immer noch aus, genauso wie Lukas sich eine Hundehütte bauen muss. Junge, ich... Ja, Dicker, du hast ein paar Aufgaben halt nicht gemacht, mein Gott! Wir fahren auf jeden Fall jetzt gemeinsam nach Hamburg und ja, Mann, das wird geil. Morgen ist Fußballturnier, Amars mit dabei, das war's. Ciao! Baller meine Lines, meine Scheiße, du weißt, du weißt, du weißt. Hallo? Hey. Das kommt mit unscharf, chillig. Wir sind jetzt in Hamburg. Und haben wir gleich noch einen Termin. Können wir aber noch gar nicht drüber sprechen eigentlich, ne? Stimmt, ist noch geheim. Ist noch geheim. Ich kaufe Amar aus AMA Studio raus. Lasst ein Like da, ciao. Leute, wir sitzen jetzt bei unserem Uber-Fahrer drin. Uber-Fahrer? Und der hört nicht so gut. Das Ding ist, der ist schon was älter, hat aber die Frisur von Z-Max sich jetzt machen lassen. Nee, ey, vergleich mich nie mit Z-Max. Ach du Scheiße. Er hat's gehört. Oh, nee. Es gibt heute keinen. Achso, mental sozusagen am Ende. Andersrum erwähne ich. Andersrum möchte ich das nicht. Ich möchte dich filmen, aber nicht, dass du mich filmst. Kann man dir schreiben? Man kann mir schreiben. Digga, ich bin eine Runde gelaufen. Ich kann nicht mehr. Du guckst auf meine Stirn und stellst fest, dass ich keine Runde gelaufen bin. Hör mal auf, ich werd wuschig davon. Hör mal auf. Kiss mich doch einfach. Warum küsst du mich nicht? Kiss mich doch. Oh, okay. Oh, knapp um. Das ist schwierig, Digga. Also Latte auf jeden Fall. Oh. An die Latte? Ja. Muss ich die Latte treffen oder ist über der Latte auch in Ordnung? Wie du willst. Ja. So, ich schieb mir gerade noch einen Eimer in die Zähne. Extrem geil. Der Spaß schmeckt, ne? Hier. So. Ey, mir schmeckt so geil, Leute. Alter, das ist so geil, oder? Mhm. Bist du nicht der Lustige aus dem Podcast? Ja, Mann, hey, den hab ich noch gar nicht gehört, oder? Geiler Gag, Mann. Ja, safe, Digga. Finde ich nice. Wie gefällt dir, dass du komplett nackt von dir gerade? Füll mich nicht so dummer aus. Es geht gleich los. Leute, jetzt ist es soweit. Ich habe mein ganzes Leben, ne? Mein ganzes Leben habe ich auf diesen Moment hin gearbeitet, sage ich mal, ja? Dass ich jetzt hier in Rhein dieser Nationalauswahl spielen darf. Es ist krass, Mann. Es ist eine krasse Ehre für mich. Ihr wisst, wie leidenschaftlich ich dieses Spiel spiele. Ja? Wie viel Herzblut da rein gelauscht ist. So, wie immer im Leben, die Zeit rennt. In 7 Minuten oder so ist der Stream. Wir bitten euch aufmerksamst alle bitte auf den Rasen des Spielcourts heute zu versammeln. Okay Leute, es geht los. Handschuhe sind Geheimwaffe. Jetzt heißt es alles oder nichts. Auf geht's. Okay, also wir haben ein sehr starkes Team. Pass auf, jetzt ganz kurz, Julius. Ich bin Lukas, ich bin der Geilste hier. Was geht ab? Mein Name ist Falk Junge und heute werden wir gewinnen. Ja moin, Spendi hier. Ich bin auch dabei. Sehr gut. Großen Dr. Torwart und ja. Kili. Tanzabot ist in der Wurstbude. Moin, ich bin Henki. Ich verteile eigentlich Helmbomben, aber heute halte ich die Bälle. Bitte? Heute bin ich im Tor. Ja, das ist ganz wichtig, dass er heute die Bälle. Ich bin der Beste. Heute der Beste. Revi verbaselt das Ding gegen Micky und im Nachschuss steht es dann doch 1-0 für Revi. Liegt noch hier auf dem Teller für beide Teams. Geht weiter. Oh, Micky. Kurz eingenickt. Kurz Mittagsschläfchen genommen. Liebe Zeit. Ja, es geht weiter.
bisschen so wie in der D-Jugend oder in der E-Jugend. Anderthalb Minuten muss er noch. Das ist ganz schön lang. Kevin, ja, das war zu billig. Der ist auch drin, 3-2. Läuft er wie eben. Komm, Männer. Ey, das war's dann für vermutlich. Krasser Pick des Jahrtausends, dieser Junge. Gehalten, Henke, Alter. Henke, ich schwör dir. Sehr stark. Deutsche Oliver Kahn, no joke. Sehr stark. Wir haben jetzt als erstes den Teamführer Revi, der hier versucht ins Finale zu kommen. Oh, das war schon scheiße. Das müssen wir, glaube ich, noch einmal wiederholen. Das konnte gar nicht gemessen werden. Aber kein Problem, kein Druck für dich. Du hast noch mal. Ja, mach noch einmal. Achso, das treffe ich ja gar nicht. Ja, probier's mal. Okay, das war jetzt tatsächlich der schwächste Schuss, den wir bis jetzt gemessen haben. Leg noch ein. Einmal Applaus für Revi, ja. Jetzt geht uns das stärkste und härteste Spiel der ganzen Saison gegenüber. Wir spielen gegen Trimax. Stay high bis zum Tod. Das hätte ich übrigens, ja. Gibt's? Also Melli, nächste geile Szene. Letzten 3,5 Minuten und das ist die Chance für Max. Boah, maximal. Kann man ein bisschen mehr draus machen, oder? Allein vom Tor zurückgehabt mit der linken Picke. Nächste Gelegenheit, eingeleitet durch seinen Bruder Niki. Und jetzt macht er, aber abgezockt. 1-0 für das Team des Veranstalters, für Max. Abgeblockt. Boah, sauberes Teil. Da scheppert der Innenpfosten. Oh, das ist aus meiner Sicht nicht ganz unverdient. Vorne in der Tabelle mit jeweils 4 Punkten, aber 2-1. Das war von Henki. Glaube ich vermeidbar. Ich kann man den auch halten. Oh Gott. Alex, der Boxtrainer. Kann man mehr ausmachen. Reicht aber auch so. Das Team Trimax siegen mit 2-1 in einem packenden, in einem dramatischen Spiel. Klaus, Mann. Ja, scheiße. Unser Bolzplatz, Kevin. Das ist mein Bolzplatz. Alright, Bro. So, jetzt Finale. Spiel um Platz 3. Finale dann, oder? Gegen. Können wir noch mal ganz kurz, lass uns ganz kurz hinstellen, Apex Verdon? Das ist mein Bolzplatz. Du wärst nicht so du hast mich so angespuckt, Alter. Ich werd deine Schwester so Hast du eine Schwester? Zwei, ja. Ja, geil. Wie alt sind die? Über 40, beide. Chillig, Bro. Nice. Aber das Gruppenspiel war hochinteressant. Es ging 3-2 für Revi aus. Aber jetzt sind die beiden Mannschaften deutlich müder. Hindert sie aber nicht am Tore schießen. Da kommt Revi zu spät. Und nach 20 Sekunden steht schon 1-0 für Papa Platte. Und Revi ist richtig platt mit seiner roten Truppe da. Da steht's 3-0. Zack, Enke. Der mausert sich hier zum Top-Torjäger. Aktuell führt übrigens Max in der Torschützenliste mit 4 Treffern. Lavi, was machst du da? Der schlägt dich gleich, Alter. Lavi, da ist der Mürgenkuschel. Sandsäcke verprügelt. Frau von Levi müssen wir nicht lange darüber diskutieren. Es gibt keine zwei Meinungen. Ey, Stiri, die spielen auf Zeit. Papa Platte lässt eine Menge ungenutzt. Hätte sich schon längst in die Sterne schießen können. Und jetzt steht es plötzlich 3-2. Alter, Slavik! Strobel kriegt jetzt aber alles an. Und wieder Revi, der hat schon gelb. Ich nehme die
Alter. Und dann haben wir einen schwieriger, die Latte zu treffen als die Kiste. Er wird so sauer sein. Aus 4 Metern das leere Tor nicht treffen und dann kriegen sie die Quittung 4-2. Baby, du Flachpfeife! Schön, das Schiri auf jeden Fall, Digga, wirklich. Habt ihr sehr gut ausgesucht. Ist das sauer? Ja! Baby, so sauer. Alter, ist so sauer. Kommt man nicht vorbei auf Max, hab ich ja gesagt. Und wieder nicht. Ball erhoben. Das war natürlich eine ganz große Spiel, ganz große Kunst. Und ich höre gerade, der Ball Max erstmal ein bisschen Kühlung braucht am Schlüsselbein. Wisst ihr, was ich machen würde? Verbände habt ihr, was? Das war der Sturz hier vorne. Ja, auf das Schlüsselbein, da ist irgendwas ganz falsch gerade. Also hat ultra laut geknackt und der Muskel tut weh und ich kann den Arm nicht so richtig bewegen. Das müssen wir röntgen, aber ich weiß jetzt nicht wann. Wie lange geht das Event? Geht ja noch 5 Stunden. Ja. Wenn ich das kühle, 5 Stunden. Oder tu einfach so, als wäre es nicht da. Ja, das ist, glaube ich, gut. Ja. Ich gehe auf Platz. Aber der lebt auch ungefährlich. Auch ich gehe auf Platz. Ball kommt. Ich duck mich weg. Aua. So Leute, Deutschland hat gewonnen. Wie findest du es? Wir sind Fans und wir sind stolz auch. Oder? Deutschland! Ja, endlich Sieger. Ich habe 2 Prellungen schon und jetzt hole ich mir die 3. Digga, da machst du ja nichts, Alter, gegen der wie das Doppelte von mir. Aber ich habe mich sehr gut geschlagen, muss ich sagen. Ich bin schnell und flink und habe immer von hinten attackt, was man nicht darf. So, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz Wrap-up hier. Übergeiles Turnier. Als einziger eine gelbe Karte kassiert, mehrfach das Tor. Mann, Alter, 1,50 Meter. Festbrennweite. Na klar. Mehrfach das Tor verfehlt, gerade eben nochmal richtig auf die bekommen im Baller. Extrem geiles Event. Jetzt ganz, ganz wichtig. Eigentlich mitunter auch der Grund für diese Reise nebst diesem Turnier. Ich habe mit Max, Sascha und Alvaro eine Company gegründet. Ja? Es geht um die App Hyped. Der Link zur Instagram-Page ist in der Videobeschreibung. Ganz, ganz oben. Unbedingt auschecken. Es gibt ein fettes Gewinnspiel. Wir haben 5 PlayStation 5 und 5 iPhones. Was? Und Schuhe? Die Schuhe sind nicht von uns, die werden nicht verlost. Irgendwer hat auch meine Socken geklaut. Sieht aus wie aus Clownschule. Jemand hat meine weißen Socken einfach gestohlen. Jedenfalls, checkt auf jeden Fall diese App-Geschichte aus. Das ist eine App, die im Entertainment- und Social-Media-Bereich stattfindet. Genauere Infos dazu kommen noch. Gewinnspielauflösung ist in einer Woche. Folgt definitiv der Instagram-Page rein. Wird ein wirklich krasses Projekt. Da wurde jetzt über ein halbes Jahr dran geschraubt. Und wir sind mächtig stolz drauf, deshalb checkt das auf jeden Fall aus. Vielen, vielen Dank für Trimax, das ganze Regie-Team und... Vielen, vielen Dank an Trimax, das ganze Regie-Team. Gute Besserung an Max an der Stelle, an alle, die dabei gewesen sind. Kuss, das hat mir immer wieder unglaublich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr diesen Vlog enjoyed. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke, Max. Ich würde nächstes Mal auch gerne mitspielen. Ciao.